Hab ich. Okay, was geht hier ab? Hier ist ein absolutes Massaker, Leute. Da oben liegen nochmal 2, 3 Leichen. Hier unten liegen 3 Leichen. Einen habe ich. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Aber zuerst möchte ich mich bei euch bedanken für euren mega krassen Support in der letzten Zeit. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen heute ein paar Leute killen, und zwar auf einem PvP-German-Server. Wir sind wieder community-mäßig unterwegs, Leute, ich freue mich mega drauf. Bleibt bis zum Ende dran, ich will jetzt gar nicht weiterreden. Let's go! Boah, ich werde dir gleich über den Haufen geballert, ich weiß das. Liegt ja gar nichts, Bro. Außer Menschenfleisch. Was geht hier? Holy shit, dude. What's up, man? Can you hear me? Falls du Deutsch sprichst, kannst du auch einmal springen, wenn du mich hörst. Jetzt muss ich kurz aufpassen, ob er seine Waffe greift. Okay, ich sehe seine Waffe nicht mehr. Ich gehe mal gucken. Hey, Buddy! Hat er nicht getan. Hat er nicht getan. Nein. Nein. Was zur Hölle? Wieso am liebsten hätte ich diesen Spiegel kaputt geschlagen? Wieso lockt denn der aus? Das ist ein PvP-Server, Digga. Da stirbst du halt nun mal irgendwann. Aber okay, ich nehme ja deinen Stuff, wenn du das nicht haben willst. Ich brauche Waffen. Holy shit, ich habe die Granate auf den geworfen und ich... Holy shit. Okay, das habe ich selbst verdient, Leute. Geil. Die Fenster sind halt so einladend, da rein zu, rauszuschauen, ne? Komm, ein bisschen Ausdauer, Ausdauer. Let's go, let's fett. Let's do this! Oh shit. Relaxt euch mal alle. Ihr seid alle so aggro unterwegs. Aber bis jetzt hat noch keiner mit mir geredet. Kein Schwein wollte mit mir reden. Machst du wohl diese Türe auf? Bis jetzt wollte keiner mit mir reden. Das ziehen wir gleich mal an hier. Da nehmen wir uns gleich nochmal ein bisschen was raus. Es kann ja gut möglich sein, dass ich die da oben jetzt auseinandernehme. Ich glaube es zwar nicht. Holy shit! Das war auf mich. Nee, das ist da oben auf dem Dach, ne? Ich könnte es probieren. Ich könnte es probieren, meinen Stuff hier wieder zu holen. Die Waffen hat er natürlich nicht liegen lassen. Aber hier liegt noch klar. Mit wie viel Schuss? Mit 4 Kugeln. Ich glaube, die gehören. Ich glaube, die gehören auch nicht zusammen. Die, wo da jetzt gerade hochgepusht sind. So einen kriege ich vielleicht down. Aber das war's dann auch. Einen habe ich. Zweiten habe ich. Ich blute aber stark. Ich muss ganz kurz bandagieren, sonst kippe ich hier noch um. Und es kann natürlich sein, dass mir jetzt gleich noch ein anderer Spieler entgegenkommt. Komm, 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 komm. Nice. Jetzt weiß ich nicht, sind da oben noch welche? Okay, komm Leute, ich probier's, ich push da hoch. Okay, erster Raum ist safe.
vorerst. Okay, hier ist keiner mehr oben. Nachdem dann keiner mehr hier in dem Tower war, habe ich unten trotzdem noch etwas gehört. Ich wollte danach schauen, ob ich vielleicht noch den einen oder anderen finde. Und dann plötzlich hat dieser Dude mich absolut überrascht und hat mich über den Haufen geballert. Oh shit, da rennt auch einer. Holy shit, was passiert hier? Bro, run, man. Run, bro. We don't wanna die. We killed them all inside this tower. We have team up, okay, boy. Why are you hitting me, man? Hey. Yeah, you know friendly, man. So when you're upstairs in the tower, so take care. A crazy guy is coming to you. Yeah, I'm friendly. So I can team up when you want. Ja, ich bin Deutsch. Ich bin allein, ja. Seid ihr ganz oben, oder was? Ihr müsst aber aufpassen, hier unten laufen definitiv ein paar Irre rum. Ja, kann ich dir da echt vertrauen? Ja, alright, werden wir gleich sehen. Also ich renne hoch, ich habe zwar eine VSD in der Hand, aber ich habe rot-blauen Hoodie an. Okay, ja, ich komm. Sind die direkt über euch, oder was? Ja, look, he doesn't even see me. Look behind you. I see you, man. Hey, what's up? Okay, it's okay when I take my weapon out, so I can... Yes. Okay, nice. Okay, I'm going to eat sandwich quickly. I have 10 minutes, yes? So I log out, so... Alright. Come back, yeah? 10 minutes. Was habt ihr jetzt die ganze Zeit hier gemacht? Tower gehalten, oder was? Nee, ich bin. Hab mich ein, also Dings dann. Ich bin neu gekommen, wir waren zwei Leute, hab ich geholt. Okay. Dann meinte er ja friendly, also rumgekommen. Okay. Aber ist ja was. Und jetzt über uns sind aber noch welche, oder wie? Ich geh mal oben abchecken. Nein, ich komm mit, ich push mit. Okay, ist keiner. Was? Wer ist das denn jetzt? No way! Okay, krass, Leute. Wir hatten jetzt gerade keine Waffen in der Hand. Also er zumindest nicht, der, wo der jetzt gerade gekommen ist. Aber wir wurden gerade beide gleichzeitig weggesniped. Oder nur ich. Aber es sah aus, als ob wir beide weggesniped wurden. Krass. Okay, ich probiere es auf jeden Fall gleich wieder in den Tower zu kommen. Der war ja gleich da vorne. Anscheinend nicht. Holy shit, da prasseln schon wieder die Schüsse auf mich ein. Ich habe keine Waffe in der Hand. Was ist denn los mit den asozial Gestörten hier? Ihr seht doch, dass ich nur ein Bambi bin, Mann. In die Feuerwehr brauche ich gar nicht laufen. Da war nur Schrott. Okay, warte. Ich push, glaube ich, jetzt vor zum Heli. Aber da schimmelt wahrscheinlich auch noch einer da drüben. Muss ich auch aufpassen. Also ich schimmel jetzt erstmal. ich schimmel richtig. Aber so richtig hardcore. Nein, ich renne jetzt erstmal zum Heli. Versuch, mich kurz zu equippen, wenigstens mit einer Waffe. Der Tower war ja sehr... Oh, was war das denn für ein Wallhack, Alter? Oh, shit. Das sind Schüsse auf mich. Hört auf. Hört auf mich zu schießen. Hört auf. Nimm den Helm. Nein, nimm die Weihnachtsmütze. Die kommt cooler. Nimm die Waffe, mein Freund. Danke. Jetzt einfach nur eine Waffe in die Hand nehmen. Kurz nachladen. Thank you very much. Und ab in den Tower. Und jetzt muss ich mal gucken, ob der Assi uns da oben abgeknallt hat. Oder ob wir von außen weg... Aber ich glaube, wir wurden bestimmt vom Tower da irgendwie weggesniped. Warte mal, wo hätte man denn Blick auf uns? Ja, von der Feuerwehr, ne? Wir waren da oben in dem Fenster drin. Er muss safe aus der Feuerwehr gewesen sein. Aber dann... Respekt, Digga. Respekt, dass du es getroffen hast, ey.
Hello? I want to be your friend. Sind zwei Leute, einer ist noch über mir. Ich probiere die jetzt da oben zu pushen. Oben safe. Ich wurde hier weggesniped. Aber vom Feinsten. Oh, da kommt einer. Nice, den ersten habe ich. Jetzt mal kurz gucken, ich war da alleine. Hello? We can be friends. You wanna talk with me? Hello? Ah, da ist einer. Nice. Okay, waren es nur zwei? Hello? Hello? Hey, my friend. Hey, buddy. You wanna upstairs? Oh, shit. Jetzt haben wir uns echt getradet. Oh, Mann, ey. Nachdem derjenige, der keine Waffe in der Hand hielt, mich getradet hat oder wir uns getradet haben, bin ich vom Server geflogen. Ich glaube, der Host war oben in dem Tower und es hat ihm gar nicht gepasst, dass ich dort aufgeräumt habe. What's up, man? Can you talk? You don't wanna be my friend, isn't it? Warum spielen eigentlich alle auf der PS4 in irgendeiner verkackten Drecksparty, wenn man doch bei DayZ eigentlich mit den Leuten reden sollte, bevor man einfach erschossen wird? Kein Mac. Ja, da sieht man mal wieder die Unterschiede zwischen Server und Server. Ah doch, da ist eine KA. Wirst du die wohl nehmen? Danke. Einfach nachladen, bitte. Ja, da siehst du die Unterschiede zwischen Server und Server. Die einen Server, die sind relativ... Alles klar, Bro. Läuft bei dir, oder? Ist der tot hier drin? Ah ja. Hello, boy. Why? Alter, wie viel der hier abgemurkst hat. Das war bestimmt so ein Safe, so ein Bambi-Killer war das. Mit Sicherheit. So einer, der auf alles geschossen hat, was sich bewegt. Obwohl es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. So überhaupt keinen. Im Prison könnte natürlich da noch einer drin sein, ja. Vor dem Prison liegt auch... Oh, da ist ein Brunnen. Hab ich. Okay, Munition passt noch. Der hat wahrscheinlich den guten Dude, der hier vorne liegt, umgebracht. Somebody inside? I clean up a little bit the house. Hello? Ja, das war's, ne? Würde ich sagen, ich halte jetzt mal das Prison hier. Da wollte der es schon wieder probieren. Ich habe gar nicht gehört, wie der gekommen ist, Leute. Ich habe das echt nicht gehört. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, ich halte hier mal das Prison. Ich check das hier mal genau ab, weil das wird mir hier gerade zu haarig, Leute. Da ist schon wieder einer. Habe ich. Okay, was geht hier ab? Hier ist ein absolutes Massaker, Leute. Da oben liegen nochmal zwei, drei Leichen. Hier unten liegen drei Leichen. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Geil. Ich habe das Gefühl, jetzt gleich kommt der Nächste. We can play together when you speak with me. Hey, what's up, man? Oh, jetzt haben wir uns getradet. Ich wollte gerade noch mit ihm reden, weil ich dachte, okay, jetzt einfach nur dumm draufballern wäre auch kacke. Jetzt haben wir uns getradet. So schnell konnte ich nicht reagieren, mit ihm zu reden. Der ist direkt reingerannt. Wie heißt es so schön? Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. In diesem Sinne, Leute, werden wir am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.